Hallo zusammen, Leute. Heute wollte ich mit euch über ein Buch sprechen, das ihr sicherlich alle schon mal gesehen habt im Buchladen. Da liegt es nämlich überall. Harry Potter und das verwunschene Kind. Ganz in der Manier der alten Bände benannt. Hier steht hier drauf Teil 1 und 2. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Und obendrauf steht auch noch Special Rehearsal Edition Script. Da dachte ich zuerst, was kaufe ich da? Und es hat sich auch bewahrheitet, als ich das Buch aufgemacht habe. Es ist tatsächlich kein Roman, sondern es ist ein Theaterskript. So viel schon mal dazu. Das heißt also, wer einen Roman erwartet, der ist hier schon mal fehl am Platz. Wenn man da ein bisschen so reinblättert, dann sieht man, dass dort immer nur die Namen stehen der Personen, die dort sprechen, und der Text, den die Personen sprechen. Und unterbrochen dann von einigen kursiv gesetzten Regieanweisungen. Das Ganze ist natürlich dann auch in Akte und in Szenen unterteilt. Also so viel schon mal zum Aufbau des Buches. Kurz zur Geschichte. Es geht wirklich um die Fortsetzung von Harry Potter, dieser klassischen Reihe, die wir sicherlich alle kennen. Und deswegen steht auch hier hinten drauf die achte Geschichte. Ne? Denn das Buch versucht natürlich an den großen, auch finanziellen Erfolg von Harry Potter anzuknüpfen und hat es sicherlich auch geschafft, bin ich mir ziemlich sicher, denn die Leute rennen in die Buchläden und kaufen sich dieses Buch. Viele sind doch dann vielleicht enttäuscht, wenn sie auch bemerken, dass es gar kein Roman ist. Aber um was geht? Ich war ja eigentlich gerade dabei zu erzählen, um was es geht. Also es geht um die Kinder von Harry Potter, beziehungsweise um das Kind, um eins der Kinder von Harry Potter, und zwar Albus Severus Potter, der auch nach Hogwarts kommt und dort einen Jungen namens Scorpius kennenlernt. Und Scorpius ist der Sohn von Draco Malfoy. Wir wissen ja, Malfoy und Potter waren immer Feinde, mal mehr, mal weniger, in den alten Harry Potter Büchern. Bei Albus und Scorpius ist es genau andersrum, die werden nämlich ziemliche Freunde. Und Albus kommt auch nach Slytherin und nicht nach Gryffindor, wie bisher alle Potters. Und Albus fühlt sich auch ein bisschen ausgegrenzt. Das ist ein Standbein dieses Buches, sage ich mal. Die Geschichte um Albus Potter, wie er sich versucht in der Welt zurechtzufinden mit seinem wahnsinnig berühmten Vater, Harry Potter und so weiter. Und auch vor allem die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater, also zwischen Albus Potter und Harry Potter. Das ist ein wichtiger Standbein hier im Buch und da wird dann so ein bisschen auch versucht, teilweise auf die Gefühlsdrüse zu drücken, sage ich mal. Fand ich nicht immer ganz gelungen, muss ich sagen. Aber es ist natürlich auch was anderes, wenn man ein Theaterstück liest und wenn man es gespielt sieht. Das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Ein Roman kann da viel feinfühliger noch mit Gedanken und so weiter arbeiten. Das kann natürlich ein Theaterskript erstmal nicht. Also das eine Standbein ist die Geschichte von Albus Potter, wie er versucht, sich in der Welt zurechtzufinden, und seinem berühmten Vater Harry Potter. Die Action-Seite der Geschichte ist eine ganz andere, und zwar geht es darum, dass Albus und Scorpius versuchen, in die Vergangenheit zu reisen und dort einen Tod zu verhindern, und zwar den Tod von Cedric Diggory, der ja damals beim Trimagischen Turnier getötet worden ist, und zwar als Überflüssiger, das heißt also, Voldemort wollte gar nicht ihn töten, sondern hat es eigentlich nur auf Harry Potter abgesehen, und Cedric Diggory war eben da zufällig mit an Ort und Stelle. Und das versuchen die beiden Jungs zu verhindern, und wie es in der ganz klassischen Zeitreise-Geschichte-Manier so passiert, ist es auch hier so, dass sie die Vergangenheit verändern und dadurch auch die Zukunft verändern. Ne? Kennen wir schon aus Zurück in die Zukunft zum Beispiel oder aus vielen, vielen Star Trek-Folgen und so weiter. Wenn wir in die Vergangenheit reisen und dort etwas verändern, verändern wir auch die Zukunft. Und genau so passiert es hier im Skript auch. Ich verrate jetzt natürlich nicht, was genau verändert wird, aber es ist wirklich, dieser Teil ist wirklich sehr gut gelungen, muss ich sagen. Also auch glaubwürdig. Das Ganze mündet dann in einem großen, fulminalen Finale, wo der Oberbösewicht, das ausnahmsweise mal nicht Voldemort ist, besiegt werden muss. Und das geht natürlich nur, indem man zusammenhält, indem man die Freundschaft beweist und so weiter. Also ganz klassische Harry Potter-Manier. Zum Schreibstil kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Es ist ein Theaterskript. Ja, es ist kein Roman, das heißt, es ist nicht blumig ausgeschmückt, es ist nicht farbig und bunt. Die Dialoge wirken manchmal ein bisschen holzig, ein bisschen aufgesetzt. Das liegt vielleicht daran, dass es vom Englischen ins Deutsche übersetzt ist. Auch manche Witze
sind, glaube ich, nicht mehr witzig, weil es eben übersetzt ist. Also müsste man sich das Original anschauen, das gibt es ja auch. Da hatte ich bloß keine Lust drauf, den Wälzer auf Englisch zu lesen. Aber die Aufführung des Theaterstücks, die ja in London stattfindet, die ist natürlich auf Englisch. Und ich hoffe auch, dass da vielleicht mal eine DVD oder sowas rauskommt, dass man sich das mal anschauen kann. Das würde mich nämlich schon interessieren, wie einige dieser Regieanweisungen hier, die ziemlich fantasievoll geschrieben sind, denn dann auch wirklich auf der Bühne durchgeführt werden und in die Wirklichkeit gebracht werden. Also das war auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall interessant. Zum Beispiel kämpfen dann Albus und seine Gefährten gegen ein Bücherregal, um dort etwas Wichtiges rauszubekommen. Und gerade zum Beispiel diesen Kampf gegen das Bücherregal, solche Geschichten, das natürlich auf der Bühne gar nicht so einfach rüberzubringen, und das hätte ich dann ganz gerne mal gesehen. Alles in allem ein Buch, das man sicherlich lesen kann und das auch nett zu lesen ist, und man sollte es sich sicherlich lesen, wenn man mitsprechen will über den neuen Harry Potter. Es ist aber kein achter Teil der Geschichte. Das heißt also, die, die wirklich erwartet haben, Harry Potter geht weiter und Harry Potter bekommt einen achten Teil, die werden wahrscheinlich auch enttäuscht sein. Ich war jetzt nicht so enttäuscht, es hielt sich noch in Grenzen, denn ich freue mich auch, falls dieses Buch mal verfilmt wird, denn ich glaube, eine Verfilmung dazu könnte ziemlich gut ausschauen und würde auch ziemlich viel Spaß machen, denke ich mal. Ja, soviel zum achten Teil von Harry Potter. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen, euer Dominik Schmeller.